Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Huma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks, Guides wie auch den Platin Guide und den Platin Workthrough im Livestream hier auf meinem Kanal. Doch heute soll sich alles drehen um Checkt gerne auch dieses Video aus, das war das letzte Video, was ich dazu gemacht habe. Und damit ihr gar nichts mehr verpasst, würde ich mich mega über ein Abo von euch freuen. Checkt gerne auch dieses Video aus, das ist ein Video zu einem anderen Blockbuster hier auf meinem Kanal. Und wie sage ich immer so schön, bleibt gesund und Semper Fi. Nach dem Intro geht's los. Ich blickte hinter die Schleier der Zukunft und sah dort nur Dunkelheit. Der Zergschwarm kam wie prophezeit. Amon flüsterte hiervon aus den Sternen. Er erzählte dir von Ruin, Auslöschung, dem Ende aller Dinge. Das Schicksal aller steht auf dem Spiel. Jetzt sehe ich meinen wahren Feind. Ich bin der Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten kleinen Video. Ich bin der Schwarren, die verbesserte Version vom Symbiose-Set, das heißt die legendäre Version. Und wir gehen auch gleich rein. Ich habe ja mit der abgeschwächt, mit dem nur normalen Symbiose-Set Risse auf Wahnsinn 500 ohne Probleme hinbekommen. Das ist jetzt die starke Version an dieser Stelle, die ich euch vorstellen möchte. Na, angelegt an StarCraft 2, für jeden StarCraft oder für jeden Science-Fiction-Fan ist das einfach ein Muss. Deswegen heißt mein Schiff, wenn ich es umbenennen würde, jetzt Kerrigan. Okay, fangen wir einfach bei den Waffen an. Das ist Geschmackssache. Hier gebe ich euch aber einen Tipp. Bei mir ist es wirklich die effiziente Thermokanone, weil die mir auch immer die Richtung vorgibt und mit vielen grünen Strahlen rausballert und ein bisschen zielsuchend ist. Ist einfach eine Lieblingssache. So, und hier natürlich die starke Gatling mit hohen kinetischen Schaden. Bei der effizienten Thermokanone ist es wirklich der Energieschaden. Also hier Schilde runter und hier Larifari komplett auseinandernehmen. Hier gibt es aber eine Empfehlung an dieser Stelle von mir. Und da müssen wir mal ins Lager gehen und müssen mal nach unten scrollen, weil irgendwo habe ich es versteckt. Nein. Sonnenfinsternis, genau. Sonnenfinsternis, hier könnte man im Prinzip das Set reinbauen. Die Sonnenfinsternis. Bei der Sonnenfinsternis ist es so, wenn du da zwei Waffen hast von dem gleichen Set, ist es so, wenn du wechselst, die Waffen für 5 Sekunden plus 30% mehr Schaden. Ist aber wirklich eine Geschmackssache an dieser Stelle. Also ist wirklich kein Muss. Okay, gehen wir mal zurück. Die Waffen haben wir. Warum der Schwarm? Einfach wegen der starken Schädlingsminen. Also die normalen Schädlingsminen sind ja schon Heavy Metal Payback, aber die hier 16,9k Schaden kinetischer. Bumm. Larifari. Energieschaden dazu und natürlich mit dem Katalysator stark noch verstärkt. Das ist im Prinzip so die Basis unseres Builds, dass wir immer wieder, wir haben leider nur 8 Minen, das reicht aber auch aus für den Kampf. Ihr habt es ja schon gesehen, ich habe ja so schon vorher ein bisschen was gezeigt. Das würde ich euch definitiv empfehlen. Für das Bild müsst ihr natürlich ein bisschen grinden. Das ist ein Endgame-Bild. Also 600, 700, 800 spiele ich damit mittlerweile. Ich streame natürlich auch live auf YouTube, natürlich mittlerweile auch auf Twitch. Also Videobeschreibung, ganz klar, da findet ihr mich in den Social Media, natürlich auch auf den Kanälen. Okay, haben wir das weg. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier getunter Energiekern, natürlich alles meisterhaft, klar. Das wäre zum Beispiel halt auch noch eins, weil wir haben normalerweise, du hast die Panzerung, du hast beim Set, beim Originalset, hast du die Rakete,
Du hast den Energiekern und du hast halt Panzerung, habe ich gerade gesagt. Eins, zwei, drei. Und du hast den Booster. So, das sind die normalen vier. Aber das ist ja wirklich das Endgame-verstärkte Bild. Energiekern habe ich gesagt. Das nächste ist, ich benutze Castiel als Schutz. Aus dem ganz einfachen Grund ist das Schild deaktiviert. Werden automatisch zwei holographische Schiffe, die den Gegner abblenden. Ne? Wir sind der Schwarm. Also, mehr passt ja nichts. Beim Schwarmbild sowieso mal ganz kurz oder beim Symbiosebild noch mal ganz kurz erklärt. Da ist es so, zerstören mit negativen, da komme ich auch noch drauf. Zuständen hinterlassen ein Feld. Heilende Sporen für 3 Sekunden. Durchfliegen, Hülle reparieren, Panzerung reparieren. Nice. Das nächste ist drittens. Bioaktive Sporen gewähren 2 zufällige positive Zustände und entfernen die vorigen. Das heißt, wenn ihr durch Säure geflogen seid und fliegt danach durch dieses, das ist auch mein Tipp, die Feinde hinterlassen entweder eine lilane oder eine grüne Wolke, aber bitte nicht verwechseln mit dieser Säurewolke, ne? Also das ist eine Kacknummer mit der Säurewolke, da durchfliegen, dann ist das wirklich aktiv. Ihr habt es auch gesehen in in meinen Aufzeichnungen. Und ihr werdet das natürlich auch sehen, wenn ich es wieder live spiele, weil das wird jetzt das Bild sein, was ich in der nächsten Zeit auch live streamen werde. Da könnt ihr euch davon überzeugen, wie stark das Bild wirklich ist. Nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwelche Bananensaft erzähle oder so. Bioaktive Zustände, geiler Scheiß. So, viertens, und das ist schön, zerstörst du einen Gegner erneut, wird die Dauer des positiven Zustandes durch die bioreaktiven Sporen gewährt. Das bedeutet, ihr habt es ja gesehen, mein Schutzschild, und das war nicht manuell, ich habe das zwar hier drin, das ist wirklich meine rote Linie, ja, meine Deadline-Linie. Das wird im Prinzip aktiviert, das Schutzschild, ohne dass ihr irgendein Gadget verbrauchen müsst. Okay, kommen wir einfach mal. Und das ist der kleine Manko. Das habe ich bisher noch nicht besser gefunden. Wenn man das natürlich in Prototypenqualität oder in Meisterqualität findet, Halleluja, Schwester. Also auf jeden Fall baut dieses Bild nach. Okay, dann habe ich genommen Auge des Sturms. Aus folgendem Grund, Sekundärwaffen treffen immer kritisch, solange deine Ulti-Ladung unter 58% liegt. Also, der Sinn und Zweck bei diesem Spiel ist, häufig die Ulti zu ziehen. Damit ihr danach, wenn ihr die Ulti zieht, geht ja bei der Ulti die Energie runter, ne? Und dann greifen die an. Und bitte, 16,9k und das mit ständigen, 100%igen kritischen Trefferchance und Schaden? Halleluja, Schwester. Also das ist super, super stark. Na, nicht nur gegen Endboss, auch wenn ihr viele drumherum habt, weil der Schwarm frisst einfach alles auf und verfolgt automatisch dann seine Gegner. Okay, dann habe ich Momentum drin, da habe ich aktuell noch keinen schöneren. Den habe ich erstmal als Reservewaffe reingebaut, weil er einfach eine Aufladungsgeschwindigkeit von 255% hat. Halleluja, Schwester, ne? Wenn ihr im Kampf nach vorne boostet, zieht das Schild im Prinzip Weltraumtrümmer an. Und ja, ihr schießt also im Prinzip, also wir sind der Schwarm sogar mit Steinen und Weltraumtrümmern, ne? Also ist aber nicht ganz mein Favorit, lässt sich also noch ein kleines bisschen verfeinern. Im Prinzip, wenn man das hier noch hochbekommt auf Meisterhaft und hier vielleicht noch einen anderen rein, Halleluja. Aber hier Reservewaffe, ne? Okay. Und dann natürlich Symbiose-Set und dann natürlich Bob. Bob ist mein Held. Bob ist der Held im Erdbeerfeld, Leute. Ihr habt normalerweise, 6 Drohnen, ne? Weil ich benutze den Vindikator. Der Vindikator ist ein Trägerschiff. Klar, Schwarm, soweit, ne? Trägerschiff. So, und dann, Bob ist meine 7. Drohne, die permanent da ist. Ja, und wenn sie aber zerstört wird, braucht es 25 Sekunden, dann ist sie wieder da. Easy peasy. So, also meine 7. Drohne. Und jetzt kommt es zu meinen Gadgets, so wie ich spiele. Das ist meine 8. Drohne. Also habe ich dann 8 aktive Drohnen. Das ist ein Gadget, ein Verbrauchsgegenstand, aber, okay, kann man nachbauen, kann man wieder ausrüsten. So, das hier zum Beispiel kam halt auch mit dem DLC rein in das Spiel Panzerreparaturset. Das heißt also, meine Panzerung hier oben, die wird vollständig repariert. Und wenn es wirklich mal ganz knapp ist, ja, und ich wirklich ganz unten bin, Höhlenschaden, dann sind aber meine Schilde weg. Dann greift im Prinzip Castiels Schutz, ja, indem der da nochmal ein bisschen Alarm macht. Und schon ist easy peasy. Und das ist wirklich meine rote Linie. Das habe ich soweit erklärt. Das ist mein Bild. Waffe könnte man noch ändern, aber das ist Geschmackssache. Das ist logisch, überlasse ich das euch. Keine Frage. So, aber starke Schädlingsminen. Absolut unterschätzt meiner Ansicht nach. Also kommt gerne in meine Livestreams, fragt gerne nach. Checkt meine Videos auch dazu aus. Wie gesagt, das ist der Ich bin der Schwarmbild. Und dann habe ich natürlich noch ein anderes Video gemacht, euch auch natürlich verlinkt. Fumas Symbiose-Set. Ja? Okay.
So, jetzt gehen wir mal weiter zum, ach ja, genau, zu den Attributen. Bei den Attributen auf Expertise, volle Bude hoch. Und ihr könnt auch nicht höher skillen. Ich habe im kompletten Everspace 2 Universum überall 100%. Mehr ist nicht an Mainframe-Erweiterungen da. Mehr ist nicht da. Okay, da habe ich 31 Expertise aus dem ganz anderen Grund, weil Trefferpunkte der Drohnen plus 165%, Drohnenschaden plus 35% und Interaktionsradius mit Frax, also das heißt, die Frax, die ich hereinziehe, wo mein Trägerschiff ja Drohnen daraus baut, 2126 Meter. Das ist auch ziemlich weit, das ist völlig in Ordnung. Weil das ist auch der Radius, in dem ich mich ungefähr bewege, weil ich bin ja jetzt kein superschneller Düser mehr. Ja, wobei, aber langsam ist meine Kerrigan auch nicht. Okay, Resistenz, alles klar. Könnte man hiermit verbessern, wenn man hier was anderes reinbaut, müsste man aber Bob loswerden oder ihn loswerden, je nachdem. Na, das ist wieder Geschmackssache. Nur das ist jetzt aktuell mein Bild. So, und dann haben wir die Effektivität. Bei der Effektivität, Kassiers Schutz, Momentum, Kassiers Schutz plus 423, Momentum 529. Plus nochmal Mainframe Erweiterung, bis nach oben gepusht, plus 25%, 1900. Also ich habe dann auch noch Feuerkraft, 3361. Kassiers Schutz, Auge des Sturms, Momentum, das sind diese vier legendäre Dinge, die mir den Extra-Bonus noch bringen, plus die 25%, weil die Mainframe-Erweiterung, wenn sie komplett hochgepusht sind, sind nur 25%. Und trotzdem, guckt mal, Hüllenstärke, 3125. Warum? Hüllenstärke ganz einfach, Hülle-Trefferpunkte Bonus plus 319% hat mit der Expertise zu tun. Weil ich halt ein schweres, großes Schiff bin, oder ich nicht, also meine Kerrigan, aber das sagen wir ja nicht, dass es groß und schwer ist. So, getunter Energie, tralala, hier, Bums, Dings, da, hier, Energiekern, ja? So, der bringt mir allein schon 460, Kastiels Schutz, 433, ohne dass ich eine Mainframe hier reingesetzt habe. Also es ist immer eine Kombination, die Mainframes an sich werden meiner Ansicht nach, ja, ist zu, braucht ihr gar nicht so viele. Was wichtig ist, ist die Kombination, wie ihr nachher skillt. Das ist wirklich wichtig. Also Kassiers Schutz, Exoskelett, Auge des Sturms, Momentum, Bob, Bam. 3152, ohne einen Mainframe ausgegeben zu haben, Ladies and Gentlemen. Okay, das ist soviel zu den Attributen. Waffenhammer, Attribute Hammer, Halleluja. Lasst mir doch gerne mal ein Abo da. So schnell wie ich spreche, kann man gerne zuhören, selbst ich nicht. Folgt mir auch gern auf Instagram, dort gibt es immer wieder kleine schöne Reels und natürlich auch ein paar Fotos, die ihr hier auf YouTube nicht zu sehen bekommt. Also, checkt meinen Instagram-Kanal aus. Achso, Upgrades, ganz genau. So, wir sind bei den Upgrades. Ich erkläre jetzt, ja, ich mache erstmal die Upgrades. Defensives Massaker. Defensives Massaker, beim Ausschalten eines Feindes beginnt dein Schild sich sofort aufzuladen. Ne? Also wirklich defensiv, das ist mit einer der wenigen Defensiven, die ich habe. Wobei wir beim Schiff aber noch nicht ganz fertig. Machen wir gleich, die Routinen machen wir gleich, erstmal die Upgrades. So, und dann das nächste ist exzessive Gewalt. Primärwaffen verursachen 30% Energieschaden, solange dein Schild voll aufgeladen ist. Ne? Das ist eine schöne Symbiose hier. Kill ein, Schild lädt auf, hast du 30% mehr Schaden. Das ist eine Symbiose miteinander. So, dann haben wir sofortige Vergeltung. Reflektiert 30% des eingegebenen Schadens auf den Angreifer zurück. Okay, gut, kann man machen. Ist so. Hab ich mir einfach gemacht, weil auch nochmal ein bisschen defensiv. So, und dann Abklingbonus. Waffen benötigen 15% weniger Energie, wenn jede deiner Routine, und jetzt kommen wir gleich, das ist in Symbiose mit meiner Routinenfähigkeit. Diese Kombination. Das ist Symbiose, deswegen muss das auch miteinander verknüpft sein. Erkläre ich aber gleich, wenn wir bei den Routinen sind. Ne? Abklingboost, merken. So, ultimative Ladung. Während der Schild unten ist, wird die ULT um 100% unten geladen. Wenn das Schild unten ist, habe ich zum einen, ne, ganz klar nochmal erklärt, hier Kastiels Schutz, der im Prinzip zwei Schiffe, der sagt, hallo, hallo, hier, schieß mal auf uns. So, als Ablenkung. Und dazu wird natürlich meine Ulti noch aufgeladen, zu 100%. Ja. Halt, wo bin ich? Abklingen, ultimativ, genau, zu 100%. Das ist wiederum so, wenn ich dann die Ulti ziehe und nachher meine starken Schädlinge raushaue, weil ich ja hier, dank Auge des Sturms, Sekundärwaffen treffen immer kritisch, solange die Ulti unter. Ne? Also das ist eine Symbiose, eine Dreier-Symbiose, könnte man sagen. Okay, gehen wir mal zurück zu den Overkills. Overkills habe ich genommen, nachdem deine Ulti aufgeladen ist, bleibt die Primärwaffe mit Energie des Archimens, wie auch immer, geladen, was ihren Schaden um 20% erhöht und ihnen ermöglicht, Schilder und Rüstung zu durchdringen. Hält bis zu 15 Sekunden an.
auch nochmal meiner Ansicht nach so ein ja, defensiv-aggressiver Modus. Gut, jetzt kommen wir aber mal zurück zum Abklingboost. Abklingboost, ganz klar geskillt. Und jetzt kommen wir mal zu den Routinen. Bei den Routinen habe ich drin. Ich hätte gern 3 drin, aber naja, okay. 3, also aggressive. Nochmal das Bild. Nochmal, ich gehe nochmal zurück. Ich gehe nochmal zurück zum Bild. Nochmal ganz kurz geguckt, das Bild. So. Bei zweitens. Zerstört Gegner mit negativem Zustand. Hinterlassen ein Feld heilender Sporen. Wichtig. Wie kriegst du den negativen Zustand hin? Natürlich durch deine Routinen. Negativer Zustand habe ich Korrosionsinvektor, weil den mag ich. Also ist mittlerweile mein zweitliebster. Seit meinem Bild Verderbnis. Ne? Läuterung. Genau, verderbte Läuterung. Guckt auf jeden Fall euch das Video mal an. Das ist ein Bild von einem Jäger. Also wo man richtig schnell fliegen kann, habe ich auch natürlich verlinkt, oben rechts in der Infobox. Da ist das auch mit einer legendären Kombination in Symbiose, da ist das auch richtig, richtig stark. Also Korrosion zu verteilen, Halleluja, Schwester. So. Setz die Ablingzeit, das ist wichtig, setz die Ablingzeit sofort zurück, wenn das Ziel während des Effekts zerstört ist. Und das passiert meistens. Also das ist sehr, sehr häufig, muss ich sehr, sehr häufig drücken. Ne? Also das ist ständig am Machen so. Das hier ist sehr häufig in der Abklingzeit. Ne? Da der vernichtende Virus, ne, Begleiterkrankung, verursacht 20% Bonusschaden für jedes zusätzlichen Negativstand auf das Ziel. Und da ich ja beide mache, 20% negativer Zustand. Halleluja, Schwester. Ne? Ist das also um 20% stärker als ganz normal. So, dann, das ist meiner Ansicht nach, gerade wenn man Risse farmt, ab 500 aufwärts, grundlegend der Minenräumer, das Raketenabwehrsystem oder das Raketenabwehrsystem hier gepusht mit auf Minenräumer, das, weil der hat ja auch Minen, die euch jagen. Nonplusultra, ganz klar, muss drin sein. Ja, und da kann man sich halt auch, das ist so ein Spaßding, wenn man sagt, okay, ich will mich ertrollen, dann nimmt man den Powerboost. Es gibt natürlich hier auch noch eine schöne Kombination, die man einbauen könnte. Das wäre zum Beispiel, lass mich ganz kurz gucken, Moment, Teleport. Das wäre hier ein Teleport eingebaut und dann, also dass ihr euch wegteleportiert und dann kann man auch noch mit den Routinen noch was Schönes machen. Moment, Teleport, wo ist es hin? Der Teleport, da. Na, man kann sich also komplett durchteleportieren, habe ich auch schon ausprobiert. Ich verliere dann halt immer ein bisschen die Orientierung. Ich bin dann eher so wie eine Bowlingkugel, erstmal volle Bude durch und tralala. Ne? Das wäre nochmal eine Kombination, die man vielleicht noch einbauen könnte, wenn man lieber mit dem Teleport spielt. Also es gibt noch genug Varianten, die man mit Kerrigan machen kann. An dieser Stelle, wie gesagt, das ist ein Trägerschiff. Ja, und lasst mir gerne ein Däumchen oben da, meine lieben Freunde. Abonniert meinen Kanal. Besucht mich auch auf Twitch, guckt auf Facebook, Halleluja, Schwester, oder was würde Kerrigan dazu sagen? Ich bin der Schwarm. Armeen werden zerschlagen. Welten werden brennen. Hat dir mein Video zu Everspace 2 Titans gefallen? Dann lass mir gerne ein Däumchen oben da. Check hier meine Playlist mit allen Tipps, Tricks, Guides, alles was du brauchst rund um Everspace 2. Und natürlich, wenn du mich in meinem interaktiven Livestream besuchen willst, dann hier ist meine Playlist dazu. Über ein Abo würde ich mich mega freuen. Bis dahin, meine lieben Freunde, guten Flug und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video.